Ich begrüße euch herzlich zum Kasperltheater. Ja, wie schon angekündigt, heute wird es ganz schön spannend wieder. Wir haben zum Beispiel das Krokodil wieder am Ort. Ja, denn der Polizist, ich bin schon da. Oh, da sind Sie ja. Hallo, ihr Wachtmeister, Tapetenkleister. Hallo, Kasperl. Hallo, liebe Leute. Wie gesagt, ich bin die Polizei. Sorge für Recht und Ordnung. Kasperle, du hast mir vorausgegriffen. Richtig, das Krokodil ist wieder frei. Ach du dickes Ei. Ja, es bricht immer wieder aus dem Zoo und wir müssen eine endliche Lösung finden. Das Krokodil, mit dem ist nicht zu spaßen, wir müssen also vorsichtig sein. Gut, das schaffen wir schon. Komm, machen wir erstmal den Vorhang auf, wie immer. Mit einem kräftigen Hauruck. Hauruck. So, jetzt sind Sie dran. Achso, ja, natürlich. Also, hau, ruck. Ja, das kann ich. Ich bin zwar in die Jahre gekommen, aber ich schaffe das mit links. Kasperle, fangen wir gleich an, oder? Klar, was sollen wir machen? Na, ganz klar, wir müssen das Krokodil suchen. Natürlich suchen wir das Krokodil. Wo könnte es sich denn versteckt haben? Ein Krokodil? Das findet immer ein Schlupfloch und es kann überall sein. Komm, gucken wir mal da drüben. Hier ist nix. Da gucken wir mal da drüben. Da ist auch nix. Da gucken wir nochmal drüben. Hier ist nix. Weißt du was, Kasperle? Ja? Bleib doch du einfach hier. Okay, ich setze mich daher. Ja, du bleibst einfach hier beim Publikum und ich werde überall schauen. Und wenn das Krokodil kommt, dann kannst du ja Bescheid sagen. Dann rufst du ganz laut Polizei. Osterei. Polizei. Kartoffelbrei. So, ihr habt es alle mitbekommen. Das Krokodil ist auf freiem Fuß. Jetzt werden wir warten, bis das Krokodil kommt. Ich war eben schon mal da. Und jetzt bin ich ein bisschen müde. Ihr müsst aufpassen, dass ich nicht einschlafe, okay? Wenn ich einschlafen sollte, dann weckt ihr mich einfach auf. Fangt ihr einfach zu schreien, okay? Was ist denn los? Was ist denn so viel? Eingeschlafen? Ja. Ach so, ja. Das passiert mir aber nicht nochmal. Ist es mir wieder passiert? Na, so was Dummes. Aber jetzt bleib ich wach. Wisst ihr was? Ich setze mich gar nicht schnell erst hin. Ich werde mich ein bisschen bewegen. Ein bisschen hin und her. Und die Beine hoch. Schaut mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ich hab die 10 vergessen. Und hopps. So. Jetzt bin ich wieder fit. Ein bisschen Bewegung und man ist gleich wieder. Was war das für ein Geräusch? Meint ihr, das Krokodil ist hinter dem Vorhang? Soll ich mal gucken? Okay. Ich muss euch sagen, ein Krokodil, das kann ganz schön wild werden. Also ich kann noch nichts sehen. Leider noch kein Krokodil in Sicht. Da ist auch nichts. Da auch nichts. Schade. Da ist doch was hinter. Ich gehe die Sache auf dich. Ich würde gern mit dem Krokodil überrascht, aber ich habe nichts gefunden. Leider. Was denn? Das Krokodil, habt ihr es gesehen? Echt? Wo denn? Da drüben? Dann werde ich mal schauen. Moment, ich gehe mal so vorbei. Ja, aber da ist doch nichts. Dahinter, dann gucke ich nochmal. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ah! Oh! Also ist das ein Krokodil oder ein Grashüpfer? Springt der so rum? Na, jetzt hat's aufgehört.
ich muss euch was verraten, so ein Krokodil, das sieht ja ganz schön grausig aus. Und ein Riesenmaul. Na, hoffentlich putzt er sich auf die Zähne. So, ich mach zu. Denn langsam zieht es. Mach du kurz zu. So. Ja, ganz schön frech ist er, ne? Moment, der wollte mich beißen, habt ihr es gesehen? Hör mal zu, wolltest du mich beißen? Der sagt, nein, der will nicht beißen. Ich hab's mitbekommen, der wollte doch beißen, oder? Du wolltest mich beißen? Der sagt, nein, ich glaube, der lügt. Du bist ein Lügner. Ach, du dickes Ei. Oh, jetzt ist er weg. Aber wo denn? Oh. Holla, 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 abballa. Hoi, habt ihr das gesehen? Das war ein Rodeo. Hoi, hoi, hoi. Oh, du dickes Ei. Ich werde ein Seil holen und dann verschnüre ich das Krokodil wie eine alte Salami. Und dann schleppen wir es wieder im Zoo. Na, das ist eine Idee. So, hier ist die Schlinge. Damit binde ich das Maul zu. Es wird spannend, Leute. Ich gucke noch mal da drüben, ob das Krokodil in Sichtweite ist. Es ist nicht da. Ach, Alter. Wenn es jetzt noch mal rauskommt. Keine Panik, ich werde es schaffen. Moment, ich nehme das Seil jetzt und dann um das... Ja. So, rein da. So, nicht beißen. Sehr vorsichtig muss ich sein. Und Moment, oh, das ist ein bisschen schwierig. So, das sieht doch mal gut aus. Schaut da, das Maul ist zu. Das Krokodil kann nicht mehr beißen. Haben wir das gut gemacht? Ja. Das finde ich auch. Das ist doch ein Applaus wert. Applaus, Applaus. Jetzt springt er wieder wie ein Grashüpfer und sieht aus wie eine alte Gurke. Pass auf, ich nehme das Krokodil jetzt mit. Ich schleppe es wieder im Zoo. Aber ihr müsst alle mit einem Hauruck mithelfen. Hau, hopp, hau, hopp, hau, hopp, hau, hopp.